Jackson, the wait is finally over. On Sunday we play the first game of the second half of the season. How happy are you that it's starting again? Yeah, I think everybody's ready now. It's been a long break. It's been a long wait. You know, we have some new faces in the team, and obviously new faces on the sideline as well. So everybody's excited to start what feels like a new season for us. We won the last game against Nürnberg 3-2. You even scored. What can we take away or learn from the first leg? Or is it a completely different game because of the long World Cup break? Yeah, I think we'll find that a lot of the teams will have changed a lot over the break. Teams have had a lot of time to work on new things. So obviously we're aware of what their threats are, but we've been focusing mostly on ourselves, and we'll be sticking to our game plan on Sunday. The friendlies were mostly successful. Do you think you are well prepared? Yeah, I think so. I think you know, we faced some top opposition in the break, and you know, especially the last two games, it's put us in a really good position, you know, to try and build that confidence into the first game. So I think they've been good tests for us, and yeah, hopefully it all comes together on Sunday. What kind of game are you expecting? I think it will be fiery. I think both teams, I think everybody has been waiting so long for this game. I think it will be a fast start from both sides, so I'm excited to see how the game goes. Ich glaube, freuen wir uns einfach drauf, dass es jetzt wieder losgeht. Die Vorbereitung war lang genug. Wir freuen uns alle drauf, und ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Wir haben gute Schritte gemacht und können es jetzt kaum erwarten. Du hast in drei Spielen gegen Nürnberg zweimal gewonnen, einmal verloren, also schon eine gute Bilanz. Wie schätzt du die Nürnberger ein? Ja, ich glaube, sie haben sich auch was vorgenommen, haben in der Tabelle auch ein paar Plätze gut zu machen. Ich glaube, mit dem neuen Trainer jetzt, so neu ist er ja auch nicht mehr, aber er steht für defensive Kompaktheit. Heißt, sie wollen erstmal versuchen, uns weg von ihrem Tor zu halten, dann eventuell mit Kontern oder mit Nadelstichen gefährlich zu werden. Da heißt es für uns natürlich extrem wach sein und das unterbinden. Wir haben ja ein paar Kaderveränderungen gehabt, Nürnberg auch aufgrund von Verletzungen. Wie schwer ist das jetzt in der Vorbereitung, auch aufgrund der neuen Spieler, oder kann man aus dem Hinspiel noch was mitnehmen? Ich glaube, aus dem Hinspiel kann man schon mitnehmen, dass wir sie diese Saison schon geschlagen haben. Das soll uns auf jeden Fall auch Selbstvertrauen geben. Aber wie du sagst, es sind neue Spieler, auch eine neue Art und Weise, wie beide Mannschaften spielen wollen. Das heißt, es wird schon ein Stück weit ein anderes Spiel werden. Trotzdem, für uns heißt es einfach, mit Selbstvertrauen an die Sache rangehen. Und ich bin mir sicher, dann werden wir da auch was mitnehmen. Zweite Liga ist ja immer so ein bisschen auf Augenhöhe. Worauf wird es ankommen am Sonntag? Ja, wenn beide Mannschaften erstmal kompakt verteidigen wollen, dann geht es einmal darum, diese Zweikämpfe, die direkten Duelle natürlich für uns zu entscheiden, plus mit Ball eine klare Struktur zu haben, den Gegner gut zu bespielen, Räume zu finden und eben für uns Tore zu erzielen und im besten Fall, wie jetzt in den Testspielen auch schon, keine Torchancen zuzulassen, keine Tore zu bekommen. Alles klar, dann vielen Dank und viel Erfolg Sonntag. Dankeschön.